Delegiertenversammlung der FDP in Willisau. Fazit: Die Liberalen unterstützen für den zweiten Wahlgang vom Regierungsrat Paul Wieniker, SVP, und Marcel Schwärzmann, parteilos. Grund: Der Finanzdirektor Marcel Schwärzmann hat die bürgerliche Finanzpolitik mitgetragen und auch gut geschafft. Die Unterstützung für den SVP-Kandidat wird damit begründet, dass die SVP die zweitstärkste Kraft im Kanton ist und darum auch in die Regierung mit eingebunden gehört. Im Weiteren hat man es gut den Abschneiden vom Regierungsrat Robert Küng aus Willisau gefeiert und das Resultat vom ersten Wahlgang zufrieden analysiert. Robert Küng, recht herzliche Gratulation. Das zweitbeste Resultat auf Parteienstärke gesehen, wenn wir das mal anschauen, vielleicht sogar das Beste. Wo liegen da die Gründe? Ja, danke für die Gratulation. Wahrscheinlich sind sie vielfältig. Es ist ja nicht nur ein Mordsuche. Ich schreibe es in dem zu, dass sich ein sehr breites Departement darf führen darf, das vom Umweltschutz über den Verkehr bis zu der Raumplanung, Landwirtschaft, alles drinnen ist, also mit einem Haufen Kontakt unterwegs bin. Das bietet die Chance, auch eine gute Dienstleistung in der Breite zu zeigen, überzubringen. Das ist mal das eine. Und das andere ist wahrscheinlich meine, wie man mir nachher sagt, offene Art, können zu hören und daraus aus den Herausforderungen heraus Lösungen anzubieten. Jetzt geht es weiter, 4 Jahre, oder? Es gibt noch einige Sachen, die man anpacken muss. Was sind das für Projekte? Es sind 2 Kategorien, die mich beschäftigen. Das sind einmal die langfristigen Verkehrsprojekte, der Durchgangsbahnhof, dann der Bypass Luzern mit dem Spangenort. Da reden wir von einem Zeithorizont 2030. Ein Hochwasserschutzprojekt Rüss, in den nächsten 20 Jahren realisiert werden. Das sind die langfristigen, die kurzfristigen, neues Energiegesetz. Kurzfristig auch den kantonalen Richtplan können für die Raumplanung weiterzutreiben, können zu verabschieden und auf Bern zu schicken. Das sind so etwa die Hauptpunkte, die mich beschäftigen. Gibt es da besonders schöne, wo man mit einem Lächeln dran hergeht? Ja, es gibt natürlich immer schöne und ein bisschen unschöne Sachen. Wir können aber die selbstverständlich nicht so kategorisieren. Es gibt die, die einem gelingen, die bereiten auch Freude. Es gibt die, wo man ein bisschen länger daran arbeiten muss. Das ist dann, in diesen Projekten muss gewisse Beharrlichkeit dann an den Tag gelegt werden. Also an diesen Äußerungen, die ich jetzt mache, spürt man, ein bisschen, dass es sehr spannend ist und nicht immer alles geradlinig mit eitel Freude für alle vorwärts geht. Wo gibt es so ein bisschen Problemfelder, wo man eher so ein bisschen den Ellbogen hinterher litzen muss, bis man es erreicht? Also wir haben, wenn ich die Gesamtregierung anschaue und das Departement verlasse, haben wir die Herausforderung in der finanziellen Situation. Wachstum, mehr Schüler, mehr Kilometer Strassen, mehr öffentlicher Verkehr, das bindet Geld, das kostet Geld. Wir haben eine Steuerstrategie eingeschlagen, die wir noch 2 Jahre brauchen, nach meiner Prognose, bis wir auf der Einnahmeseite auch einen Schritt vorwärts machen können. Also der Verteilkampf auf die einzelnen Leistungen, die der Staat bringen muss, schaue ich im Moment als grosse Herausforderung an. Nicht nur über das Abschneiden vom Regierungsrat Robert Küng ist die FDP höchst zufrieden, sondern über das Wahlresultat allgemein. Was für ein Fazit zieht der Parteipräsident Peter Schilliger? Natürlich ein Positives. Es sind 2 Sachen. Einerseits, dass man über gute Köpfe verfügt. Die Wahl vom Regierungsrat Robert Küng hat das bewiesen. Und im zweiten Bereich, dass wir uns mit unseren Themen wieder gut ankommen mit dem Volk. Dass die Frage von der, über Wirtschaftsfragen, über Effizienz und so weiter, dass wir da gut positioniert sind. Genau, das ist fast schon die Beantwortung von der zweiten Frage. Wo seht ihr die Ursache? Was waren eure Themen gewesen? Eben, das glaube ich schon. Wir sind nicht per se eine Sparpartei oder irgendetwas. Wir wollen effizienten Mitteleinsatz. Wir wollen definieren, dass wir in einer Unternehmung, dass wir mit Ressourcen sorgen, aber das wirtschaftlich, dass man mit den Leuten umgeht, um eine gute Bildungspolitik, dass aber auch das Umfeld, steuerliches Umfeld gut muss sein, dass die Unternehmen motiviert sind, gut zu arbeiten. Und das ist die FDP-Welt.
Andere Frage, aber vielleicht gleiches Thema. Wo drückt die Bevölkerung den Schuh nach Ihrer Meinung? Die Bevölkerung hat nach meiner Meinung zwei Themenbereiche. Eins ist sicher die Migration, die ganze Ausländerfrage. Der Schweizer tut sich schwer, wenn er zu fest mit Neuem konfrontiert wird. Und das Zweite, und dort koppelt sicher auch die Angst, eine gewisse Angst um Arbeitsplätze. Es ist so eine unsichere Situation vorhanden mit der Euro-Schwäche. Und ich glaube, in diesem Umfeld tut sich vor allem Gedanken vom Schweizer im Moment bewegen. Dann zu der Wahlempfehlung für den zweiten Wahlgang. Die FDP hat eine gute Auslegeordnung gemacht. Wir sind auch klar der Meinung, dass die Wahl vom SVP-Kandidaten Wieniker möglich sein soll. Die Kandidatur ist glaubwürdig und damit ist eine Partei gebunden von der SVP, die eigentlich in die Regierung gehört. Wir haben uns nachher vorgestellt, soll man den Marcel Schwertzmann oder Frau Zopfi dazu ergänzen. Und die FDP hat sich klar für den bisherigen Regierungsrat Marcel Schwertzmann entschieden. Ich gehe davon aus, dass diese Begründung vor allem dort drin zu suchen ist, dass wir von der FDP-Seite eine Finanz- und Steuerpolitik weiterhin haben wollen, wo vorwärtsorientiert ist, wo wirtschaftsfreundlich ist. Die linke Seite hat uns laufend kritisiert in der Vergangenheit, dass wir Steuerpolitik machen, die ruinös ist, die katastrophal ist für den Kanton. Und ich glaube, das ist gleichzeitig auch das Urteil gegenüber von der Frau Zopfi gewesen, dass man gesagt hat, unter so einer Parteivertreterin wollen wir nicht in die Regierung wählen. Trotzdem ist es ja ein Votum von einem Delegierten, dass man jetzt keine Frau im Parlament hat und auch keine SP, wo es dann vielleicht zu einem Retourkutschen kommt im nächsten, wenn eben zum Beispiel eine FDP sollte zurücktreten. Ja, das ist gut möglich. Die FDP ist gegen Quotenregelungen. Die FDP ist immer auch bereit, einer Frau eine Chance zu geben. Und uns ist das wichtig. Aber da geht es jetzt um den Kopf. Es sind drei Personen, eins davon eine Frau und die anderen beiden Köpfe überzeugen mich. Und darum ist das Urteil so gefällt worden. Der Regierungsrat, ein eingespieltes Team, jetzt sieht es aus, als würde gerade ein Gesicht ausgewechselt. Was hat man da für ein Gefühl dazu, für die Einstellung? Also als Regierungsmitglied tun wir uns gar nicht äußern, so den Gespendli, wenn ich das mal so darf sagen, wo wir da zusammen arbeiten. Das ist ja ganz anders wie in einem Verwaltungsrat. Wir können uns das Führungsgremium selber ja nicht auslesen. Das ist ja auch gut so. Die Bürgerinnen und Bürger bestimmen, wer in die Regierung kommt. Und wir haben die Aufgabe als bisherige, das zu akzeptieren und einen Zusammenraufungsprozess wieder zu machen. Ist gleich, ob das eine Dame von links ist, ein Herr von rechts oder ein Parteiloser von der Mitte. Das ist unsere Aufgabe und mit dem wird die neue Regierung in welcher Zusammensetzung auch immer fertig. Es ist ja noch einiges zu machen. Heute ist ja auch die Zukunft ein kleines Blickfeld gerückt. Gibt es eine dritte Wahlperiode von Robert König nach dem guten Resultat? Ja, es gibt jetzt eine zweite, die wir mit Elan in Angriff nennen. Die dritte gibt, das steht im Moment in den Sternen. Das werden wir dann in etwa in 3 Jahren anpacken und mit der Partei besprechen. Jetzt konzentrieren wir uns erst auf die Arbeit. Voten, Analyse und Beschlüsse. Sehen Sie jetzt die Sondersendung zu der Delegiertenversammlung von der FDP Kanton Luzern. Es begrüßt den Parteipräsidenten Peter Schilliger. Geschätzte Delegierte, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine außerordentlich grosse Freude, Sie nach unserem Wahlsieg vom vergangenen Sonntag hier begrüßen zu dürfen. Die FDP vom Kanton Luzern hat gezeigt, wir können auch gewinnen. Und den Wahlsieg haben wir erreicht. Wir haben im ersten Anlauf unseren Regierungsrat Robin Küng können bestätigen mit einem hervorragenden Resultat. Und wir haben im Kantonsrat 2 Mandate zugelegt. Um einen Wahlerfolg zu erzielen, ist eine breite Unterstützung von jedem Einzelnen notwendig. Allen voran begrüße ich aber persönlich unseren grossartig wiedergewählten Regierungsrat Robin Küng. Robi, du bist mit einem Glanzresultat von 59.486 Stimmen im ersten Wahlgang gewählt worden. Wir haben ein bisschen gehofft, dass es gut geht. Wir waren natürlich bescheiden im Voraus,
Aber mit diesem Resultat haben wir schlicht und einfach nicht gerechnet. Der Erfolg, der gehört in dir. Du hast bewiesen, dass du sehr eine gute Regierungsarbeit geleistet hast. Du hast bewiesen und wir sind stolz, dass du für uns ein Zugpferd für die Partei bist. Wir freuen uns, mit dir die nächsten Herausforderungen können anzugehen. Und wir danken dir recht herzlich zu deinem Einsatz. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, die jetzt dann wird starten. Und wir wissen, dass wir mit dir in Sachen Zuverlässigkeit eine sehr gute Vertretung in unseren Reihen, aber auch in der Vertretung von der Regierung haben. Wir gratulieren dir herzlich dazu, Robi. Wo sitzt du eigentlich? Da. Seine Rede dazu, zu seiner Befindlichkeit, wird auch später in unserer Delegiertenversammlung dürfen abhalten. Wir kommen auch später auf das Resultat eines darauf zu sprechen. Es ist mir jetzt aber das Anliegen, weitere Persönlichkeiten hier im Saal zu begrüßen. Zuerst unsere Gastreferentin, Frau Corinna Eichenberger, Nationalrätin von der FDP Aargau. Sie ist, jawohl. So, meine Begrüßung ist damit abgeschlossen. Es kommt jetzt die Begrüßung von der Stadträtin, Frau Sabine Bücherli-Rudolf. Bitte, Frau Stadträtin. Guten Abend miteinander. Im Namen von der Ortspartei FDP Willisau möchte ich Sie alle ganz herzlich zu der heutigen Delegiertenversammlung begrüßen. Als erstes möchte ich im Namen von der Ortspartei am wiedergewählten Regierungsrat Herr Robert Küng und allen auch am Wochenende gewählten Kantonsrätinnen und Kantonsräten herzlich gratulieren. Ich gehe aber ganz bewusst nicht mehr auf das Thema ein, da wir später noch zu diesem Traktandum kommen. 4 Jahre ist es her, wo das letzte Mal die Delegiertenversammlung hier in Willisau war. Dazumal hat Paul Weiss unsere Ortspartei vorgestellt. Heute möchte ich Ihnen gerne Willisau ein bisschen näher bringen. Ich möchte Sie aber nicht mit bloßen Zahlen langweilen, darum zeige ich gerne einen kurzen Film über Willisau. Ja, noch. Herzlichen Dank, Frau Sabine Büchli, für die Vorstellung, leider mit einem sympathischen Film, der halt ohne Ton haben müssen. Aber sympathisch ist Willisau allemal immer wieder. Der Rolf Born aus strategischer Wahlkampfleiter und ich haben uns so aufgeteilt, dass ich die Analyse werde machen von den Kantonsratswahlen. Er wird dann die personelle Auswirkung, die es dazugegeben hat, nachher erwähnen. Er wird dann überleiten auf die Regierungsratswahl und wird dann dort auch durch das Traktandum führen bezüglich Empfehlung oder Haltung von der FDP zu den Regierungsratswahlen. Ich komme zu den Kantonsratswahlen. Wir hatten das Ziel, 3 Sitze zu gewinnen. Und wir hatten das Ziel, in der Öffentlichkeit und in der Zeitung als Wahlsieger entgegengenommen zu werden. Wir haben probiert aufzuschaffen, jetzt muss ich das dann auch ein bisschen sehen, was hat denn das eigentlich für Auswirkungen gehabt, wie sind die Wahlresultate entstanden. Hast du die erste Folie? Auf dieser Folie sehen Sie die Entwicklung in diesen einzelnen Wahlkreisen. Man sieht, dass in der Stadt Luzern 350 Listenstimmen mehr geholt worden sind, Luzernland 24, Hochdorf 470 und so weiter, Sursee-Zuwachs, ein Verlust im Wahlkreis Willisau und auch Entlebuch hat schön können zulegen. Man fragt sich ja immer, warum ist was wo passiert.
glaube, sich will Willisau da jetzt nicht schlecht machen heute Abend. Willisau hat das letzte Mal mit dem Regierungsratskandidat, damals Robi Küng, der gleichzeitig aus Kantonsrat auch kandidiert hat, natürlich sehr starken Wahlkampf gemacht. Das wieder zu kompensieren mit den restlichen Kandidaten ist immer relativ schwierig. Und darum ist vermutlich Willisau aus einzigen Wahlkreis hier rot getroffen. Es zeigt aber, und es gilt wie immer die Lehre daraus zu ziehen, es zeigt, dass halt starke Kandidaten, die irgendwo im Einsatz sind, in solchen Doppelfunktionen wie Kantonsrat und Regierungsrat, Zugpferd sind und dementsprechend Leute können mobilisieren. Das nächste bitte. Diese Liste habe ich mir gemacht aus dem Grund, weil ich eigentlich enttäuscht war. Ich war enttäuscht, dass wir von einem dargestellten Sitzgewinn von 4 nach Listenstimmen tatsächlich nachher bei 2 gelandet sind. Ich habe mir die Überlegung gemacht, was hat denn da nicht funktioniert. Und wenn ich den Vergleich zeige von den Listenstimmen zu den Parteistimmen. Also die Listenstimme ist einfach das Blatt, das einen Wert hat. Und die Parteistimme ist dann, wenn das gleiche Blatt genau gleich abgegeben würde, keine Veränderung getroffen würde passieren, keine Zusatzstimmen an einem Ort geholt würden, dann hätten wir gleich viel. Und die Liste zeigt jetzt eigentlich auf, dass wir in 4 Wahlkreisen zwischen den Listenstimmen und Parteistimmen an Substanz verlieren. Und das ist ein Teil von dem Wahlerfolg, den ich mit einem gewissen kritischen Auge verfolge. Gesamthaft ist der Partei nicht gelungen, die Stärke der Liste ins Trockene zu bringen. Das war früher eine Stärke der FDP. Wir haben immer das Panaschieren, durch das, dass unsere guten Kandidaten auf anderen Listen erwähnt worden sind, haben wir eigentlich zugelegt. Selbst im Jahr 2011 sind wir auf 102,5% oben gewesen. Das ist etwa ein Nationalratssitz. Was kann da die Analyse sein davon? Wo, warum hat man an gewissen Orten Gewinn, an anderen Orten Parität und an anderen Orten hat man verlöscht? Ich bin der Meinung, dass das einen direkten Zusammenhang hat mit der Menge, nicht der Qualität. Die Kandidaten, die 65 und mit KN sind sehr gut unterwegs, sonst hätten wir jetzt Resultat. Aber die Menge der Kandidaten war kleiner. Und weniger Kandidaten, gleich weniger Bekannte halt, um zu animieren, vielleicht Gott zu wählen oder zusätzlich sich selber auf einer Liste zu nennen, Leute, die man sonst könnte, andere Parteizugehörigkeit haben oder tendenziell andere, aber den Kandidaten, um man könnte, noch zweimal draufzuschreiben. Und es zeigt, und das soll die Erkenntnis sein, dass wir erstens Potenzial haben für andere Wahlen und zweitens, dass wir damit verpflichtet sind, für die Nationalratswahlen eine volle Liste zu haben. Denn sonst passiert uns dort genau das Gleiche. Wir haben Verlust in der Konsolidierung der Listenstimmen. Nächste, bitte. Das ist meine Lieblingsfolie. Das zeigt, dass bei einer kleineren Wahlbeteiligung rund 8'300 Leute sind weniger gewählt. Die FDP trotzdem konnte eine Liste zulegen. Knapp 1'000 Leute, und übrigens, die Zahlen sind immer inklusive Jungfreisinnige, und vor 4 Jahren war bei unserem Umfeld Luzernland auch noch Seniorenliste unterwegs gewesen. Gruppe Politik 60+. Also es ist immer die konsolidierte Zahl zwischen all den möglichen FDP-Parteien. Überraschenderweise für mich, wenn ich das verglichen habe, ist eigentlich, dass auch die SP können zulegen konnte. Haben wir in der Wahlanalyse, aber ich persönlich bis jetzt nicht, festgestellt. Überraschend für mich ist, dass die SVP in dieser ganzen Konstellation im Kanton Luzern 250 Listenstimmen weniger hatte wie 2011. Und umso bitterer ist es eigentlich, dass die SVP können 2 wachsen im Kantonsrat und wir auch können 2 wachsen. Und das ist eigentlich das Ergebnis. Und es zeigt,
dass wir mit dem Namen FDP gut unterwegs sind. Wir dürfen uns wieder zeigen mit dem Namen FDP der Gesellschaft. Innerlich haben wir es immer können, aber die Gesellschaft nimmt uns die Stärke und das Wissen und die Kapazität die Kompetenz, die wir haben, wieder ab. Bitter, grundsätzlich, darf man sagen, sind andere Parteien, CVP 2300 Wähler weniger, die Grünen 3000, GLP 3000, das sind gewaltige Zahlen, wenn man das vergleicht mit 2011. Und auch da hat es mich natürlich interessiert, wie ist denn der Mobilisierungsgrad zwischen den beiden Werten? Und Sie sehen auch hier, das sind Listenstimmen, Parteistimmen. Es ist ziemlich ausgeglichen. Es gibt zwei Ausnahmen. Einerseits die Grünen, die doch Sympathie haben mit ihren Kandidaten, aber die Listen nicht mehr haben realisieren. Die haben 11% mehr Parteistimmen gemacht, als sie Listen hätten. Und andererseits die kleinen Parteien, die nicht entscheidend sind, die wesentlich verlieren. Also da sind wir insgesamt eigentlich im guten Umfeld und sind gut unterwegs. Das Positive, und wir sollen dann auch sich Schluss ziehen, ist sicher, wir können zwei Sitze zulegen. Wir können in allen Wahlkreisen, bis auf Willisau, die Wählerstärke zulegen, und zwar in effektiven Zählern, also absolut gesehen. Wir sind auch finanziell mit dem ganzen Engagement aus Partei innerhalb des Budgets, sogar leicht innerhalb des Budgets unterwegs. Wir haben damit die Mittel, die wir wollen, plus eine gewisse Reserve für den Herbst parat, sodass wir ausgeglichen, bis Ende Jahr ausgeglichen mit dem ganzen Finanzbereich der Partei über die Runde werden kommen. Es ist eine hervorragende Grundlage zum Weiterarbeiten und mit dem Hohlen Kreuz mit einem Aussieger herumzulaufen, gestärkt im Selbstbewusstsein Richtung Herbstwahlen zu gehen. Das brauche ich mir. Und wir hoffen eigentlich auch mit dem, und die Zeichen sind da, auch Richtung Zürich und Tessin, wo demnächst werde ich die Wahlen haben, ihnen eigentlich auch einen Pass zugespielt zu haben, dass sie auch daran glauben können zu gewinnen. Und ich bin davon überzeugt, Glauben versetzt Berge. Auch in der Politik ist Selbstbewusstsein im Wahlerfolg entscheidend. Und wenn man das noch vergleicht, und da mache ich noch einen kleinen Quervergleich zum Wahlbarometer, wo ja gerade in den letzten Tagen veröffentlicht worden ist, am Montagabend war das, glaube ich, dann ist das der gleiche Trend. Die FDP legt 1,2% dort zu, die SP legt zu, Sie haben meine Zahlen vorher gesehen, CVP, SVP und so weiter verlieren leicht. Das sind Trendmeldungen. Es zeigt aber noch etwas anderes, das Wahlbarometer. Dass unser Zuwachs gemäss deren Erfassung kommt einerseits aus der SVP, da kommen die Leute zu uns zurück, und von der GLP. Der grösste Zuwachs an Wählern ist gemäss deren Umfrage von der GLP. Was wir nicht haben oder praktisch nicht erfasst haben oder dargestellt haben auf dieser Darstellung, ist, dass wir aus den Nichtwählern können Wähler akquirieren. Und ich glaube, dort werden wir noch vermehrt müssen arbeiten und vermehrt müssen uns auch einsetzen, dass wir Nichtwähler motivieren, in die Turnen zu gehen. Und wenn sie an die Turnen gehen, dementsprechend auch FDP-sichere Werte von den FDP-Liberalen unterstützen. Denn die Linken, die SP, die generiert ihre Leute schwergewichtig aus dem Sektor der Nichtwähler. In denen gelingt das im Moment. Die Analyse zeigt auch, dass das grösste Problem, also die grösste Beschäftigung, also das Besorgenbarometer bei der Bevölkerung, liegt bei der Migration, Ausländerfragen, Integration, Asyl, Flüchtlingspolitik. Das ist eine starke Domäne von der SVP. Ich glaube, es dort können etwas abzugraben, da müssen wir eine klare Haltung haben, aber wesentlich etwas verändern in dieser Kompetenz wird sehr schwierig sein. Wir haben beim Sorgenbarometer Position Nummer 2 haben wir unsere Stärke. Und dort geht es um die ganze Frage von der EU, Europa, Eurokrise,
bilaterale Verträge, damit angekoppelt Wirtschaftsfragen, Arbeitsstellenfragen usw. Ist die FDP die Partei mit der höchsten Kompetenz. Und es zeigt auch, dass wir unsere Ausrichtung, die wir sich verstärkt gemacht haben, nicht eine reine Wirtschaftspolitik, aber eine Politik, die halt miteinander funktioniert, wo die Bildung richtig eingebunden ist, Ressourcen, Energie richtig eingebunden ist und selbstverständlich das zum Wohl von Arbeitsstellen, von der Arbeitsmarkttauglichkeit von unserer Schweiz, solche Einsätze, solches Engagement wird da belohnt mit dem. Ich komme in der Analyse auch zu negativen Punkten. Es wäre mehr drinnen gelegen. Hochdorf, Luzern, Land haben relativ knapp einen weiteren Sitz verpasst. Ich habe gesagt, Motivat mehr Kandidaten, vielleicht besser verteilt, mehr können Panaschierstimmen holen und es wäre uns gelungen. Auch ein negativer Punkt ist die Abwahl von zwei Kollegen aus dem Kantonsrat. Es sind zwei Aktivposten, der eine Sommer aus Schütz und der Daniel Glor aus Sursee. Beide haben guten Einsatz geleistet, nicht nur mit der Fraktion, auch innerhalb der Partei. Und ich danke den beiden recht herzlich. Der Dani Glor ist da und ich spreche ihnen den Mut aus und ich hoffe, dass sie weiterhin bei der FDP eine aktive Rolle spielen können. Und Wahlen haben halt ihre negativen Aspekte auch. Uns tut das selbstverständlich weh. Es war ein Wermutstropfen gewesen am letzten Sonntag. Negativ, selbstverständlich auch, dass ein Haufen andere tolle Kandidaten nicht gewählt worden sind. Die haben einen tollen Einsatz gemacht und wenn man das manchmal im Gesamtkontext vergleicht, dann denkt man manchmal, da hätten wir mithalten im Gegensatz zu anderen, die gewählt worden sind. Da hätten wir Kompetenz gehabt mit unseren Leuten. Schade, weil ich nicht mehr Leute FDP, da hätten wir tolle Leute, die noch hinten würden dastehen. Wir probieren, die Leute, die hier engagiert waren, einzubinden. Wir werden uns Gedanken machen, wie aktiv. Es gibt sicher Möglichkeiten, mal in Ortsparteien die Leute, die kandidiert haben, als Delegierte auch zu wählen oder zu bestimmen, dass sie den Puls mit der FDP vom Kanton Luzern nicht verlieren. Dass wir vielleicht die Fachgremien, wo wir ja verschiedene Stufen haben, Leute können gewinnen, um dort mitmachen. Und es gibt immer ein zweites Mal in der Politik. Und glaube ich daran, schon Menge hat einen zweiten oder dritten Anlauf gebraucht, bis es geklappt hat. Also packt das an, habt den Mut dazu. In dem Sinn auch die Netzwerkpflege. Wir müssen, und das ist jetzt der Ausblick vielleicht ein bisschen, wir müssen uns die guten Sachen, die wir aufgeschafft haben, sichern. Und all die Listen, die wir haben in den Parteien, die müssen wir jetzt verankern in unserer Adressungsdatei. Wir müssen das zusammenführen. Wir müssen die Ressourcen, die wir schaffen, sicher konsolidieren. Dann bitte hier den Beitrag leisten. Und leistet den Beitrag auch, dass wir erstens eine volle Liste haben im Herbst. Da fehlen noch zwei Kandidatinnen und Kandidaten. Die werden wir finden. Dann die Leute unterstützen, wenn ihr etwas gehört. Und dann die Leute, die kandidieren, unterstützen generell. Wenn wir es gleich anpacken, werden wir auch im Herbst bei den Wahlsiegern sein. Wir werden am 27. April, am Abend am 7. in Zursee, ein sogenanntes Debriefing haben von diesen Wahlen. Ortsparteipräsidentinnen und Präsidenten, aber auch Wahlkampfleiter sind eingeladen. Wir wollen dann über die Wahlen, die wir durchgeführt haben, Analysen ziehen. Wir sind dankbar, wenn ihr Inputs habt, wo man es besser machen kann. Wir schätzen jetzt auch, wenn ihr sagt, was wir sehr gut gemacht haben. Wenn wir daraus aus einer solchen Sitzung gut vorbereitet, am Abend gescheiter und besser werden, dann lohnt sich der Aufwand und dann werden wir das nächste Mal noch mehr strahlen bei der Analyse. Vielen Dank. Ich gebe das Wort jetzt weiter im Rolf Born aus Wahlkampfleiter. Bitte, Rolf. Herr Ständerat, Frau Nationalrätin, Herr Nationalrat, Herr Regierungsrat, geschätzte liberale Damen und Herren. Meine Aufgabe ist, nicht jetzt auch die Partei zu loben, sondern einen kurzen Rückblick zu machen aus der Sicht der Wahlkampfleitung. Diese Folie habe ich mit Freude
schon lange mal gebraucht bei einem Auftritt bei der Wahlkreispartei Willisau. Wir gewinnen. Das größte Vergnügen im Leben besteht darin, Dinge zu tun, die man nach Meinung anderer Leute nicht fertig bringt. Vor der Wahl habe ich sie mit dieser Folie motiviert, engagiert, aktiv Kandidierende in der Wahl zu unterstützen. Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus: klare Ziele und den brennenden Wunsch, diese zu erreichen. Sie haben demokratisch legitimiert an einer Delegiertenversammlung Ziel beschlossen und so uns auch beauftragt, die umzusetzen. Und ich habe immer wieder gesagt, allein schaffen wir das nicht, wir brauchen sie alle damit. Es liegt nicht an mir, als Wahlkampfleiter Zielerreichung zu beurteilen. Das überlasse ich denen, die das immer und gern machen, nämlich den Medien. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das zur Zielsetzung Regierungsratswahlen und das da zur Zielsetzung in den Kantonsratswahlen. Dass am Schluss die richtigen Namen und die richtigen Listen abgerührt werden, passiert nicht einfach so. Man kann nicht warten bis zum Tag, wo ausgezählt wird, sondern man muss die Leute voran bewegen, voran überzeugen und dazu motivieren, die Liste 3 und die starken, kompetenten Kandidierenden von dieser Liste zu wählen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, einem Wahlkampfteam einen ganz grossen Dank auszusprechen. Es ist eine riesen Arbeit hinter einem Wahlkampf. Für die einen oder anderen hat es zu viele Plakate, zu grosse Bilder, zu kleine Schriften. Aber meine Damen und Herren, all das, dass es gestanden ist, dass Inserate rum waren, dass Flyer können verteilt werden konnten, das hat müssen geplant werden. Da haben nachher Leute, nach Zitat von unserem Ständeratskandidat, müssen anpacken und umsetzen. Ich danke ganz herzlich der Jacqueline Theiler, die als Geschäftsführerin auch die operative Wahlkampfleitung kompetent, engagiert und mit viel Herz übernommen hat und ausgeführt hat. Die Wahlkampfleiter aus den Wahlkreisen Heinz Amstad, Pascal Duss, Benjamin Häfliger, Fabian Reinhardt, Adrian Rauch, Adrian Scheiber, Karin Ruckli von den Frauen, Marcel Peter von den Jungfreisinnigen, Toni Mäder von den liberalen Senioren und Adolf Koller, den ich hier als Chef Plakatierung bezeichnet habe. Sie alle haben massgebend dazu beigetragen, dass die Zeitungen schreiben, wir sind Sieger. Wir haben gewonnen und machen sich doch noch einmal so. Es sind neue Mitglieder in die Fraktion gewählt worden. Es sind 3 Tage seit der Wahlen. Wir dürfen immer noch feiern und gratulieren. Aber schon bald ist die Fraktion wieder gefordert, Leistung zu bringen, damit wir den Kanton weiterbringen, damit wir unsere Politik umsetzen können. Jetzt, geschätzte gewählte, wiedergewählte oder neu gewählte Kandidaten, dürfen wir noch einmal feiern. Und ich darf Ihnen unsere neue Fraktion kurz vorstellen. Gewählt worden ist im Wahlkreis Entlebuch der Guido Bucher bisher. Im Wahlkreis Hofteren ist das der Damian Müller, unser Ständeratskandidat, der mit dem besten Resultat ein klares Zeichen gesetzt hat. Das ist für ihn und für uns Motivation, den Weg engagiert und motiviert weiterzugehen. Mit ihm sind in dieser Fraktion aus dem Wahlkreis der Fabian Peter, neu, und Otmar Amrain, neu, und ich darf auch weitermachen. Im Wahlkreis Luzern-Land hat oben ausgeschwungen Irene Keller,
auch für Sie ein gutes und starkes Zeichen, kandidiert sie im Herbst doch für den Nationalrat. Mit ihr in dieser Fraktion der Rudi Amrhein, neu eventuell schon auch als Bezeichnung bisher, der Rudi Burkhardt bisher, unsere Vizepräsidentin Johanna Dallabona, Heidi Scherer bisher und neu der Gaudenz Zemp, der Direktor vom Gewerbeverband. Im Wahlkreis Luzern-Stadt haben wir einen Sitz zugelegt. Auch da ein gutes Zeichen, ein starkes Zeichen. Unser Nationalratskandidat Damian Hunkeler hat mit dem besten Resultat abgeschlossen, aber knapp gefolgt von seinen Kollegen. Auf Platz 2 der Andreas Moser, dann der Patrick Hauser, der Herbert Wittmer und neu der Daniel Wettstein. Im Wahlkreis Sursee haben wir an der Spitze wiederum einen Nationalratskandidat, wieder ein starkes, gutes Zeichen, das ist der Charlie Freitag, dann Angela Pfäffli, Rosi Schmid, beide bisher und zwei neue, der Georg Dubach von Triengen und der Jim Wolanin von Neuenkirch. Im Wahlkreis Willisau hat oben ausgeschwungen Helene Schurtenberger bisher, dann Hildegard Meier hier von Willisau bisher, der Erich Leuenberger von Ebiken und neu der Philipp Bucher, Gemeindepräsident von Dagmersellen. Geschätzte Damen und Herren, noch eins doch einen starken Applaus für die neue Fraktion. Ich freue mich, mit diesen Kolleginnen und Kollegen eine neue Legislatur in Angriff zu nehmen und Mehrwert zu schaffen für Sie alle. Das Online-Portal sagt, holen die Freisinnigen zum Schlag gegen die SP aus? Das ist eine Frage, die viele interessiert, mich auch. Zuerst darf ich das Wort jetzt geben, unserem super wiedergewählten Regierungsrat Robi Küng. Sehr geschätzter Parteipräsident, werte Vorstandsmitglieder, sehr geehrter Herr Ständerat, sehr geehrte Frau Nationalrätin, werte Herren Nationalräte, geschätzte Kantonsrätinnen und Kantonsräte, liebe Delegierte, sehr geehrte Gäste. Guten Abend miteinander hier in Willisau, am Startort von meinem politischen Wirken. Ich bin, glaube ich, noch selten so locker an einem Pult gestanden wie heute am Abend. Es ist ein lobenswerter Brauch, wer was Gutes bekommt, der bedankt sich auch. Und darum stehe ich gemäss dem Zitat heute hier vor Ihnen, um Danke zu sagen und nicht, um über politische Inhalte zu reden. Ich bin stolz, und zwar stolz auf die FDP, auf das Resultat der FDP und, ich darf es auch sagen, auf mein Resultat. Mit der Partei, die 20% Stimmenanteil hat, 60,5% zu machen von den abgegebenen Stimmen, ich glaube, da darf man ein bisschen stolz sein drauf. Und ich habe Freude, dass die Partei und ich den Erfolg darf haben. Es hat viele Kandidierende im Saal und darum schaue ich ein bisschen zurück und auch ein bisschen führen. Als Kandidat hat man Erwartungen und die dann wir ja nicht so offen. Darf man die kundtun? Man hat so ein Minimalziel vor Augen, aber es gibt ja auch noch das, wo man nicht kommuniziert, wo man einfach darauf hofft. Und mir ist das so sehr schmal durch den Kopf, wo wir bei der Luzerner Zeitung ein Podium hatten, alle miteinander, wo es letztens noch so eine Runde gab, wo man ein Kuvert ziehen durfte. Und dann spontane Antwort hat müssen geben. Auf dem Kuvert ist irgendein Nummerli gestanden, ich habe es aufgetan und die Frage hat gelautet,
was machen Sie am 9. Mai am Abend? Und der Computer jetzt, oder? Da hätte ich am liebsten gesagt, ja, der ist ich mit meiner Frau zur Nacht und bin gespannt, wer am 10. dann noch zum Gespändli gewählt wird im zweiten Wahlgang zu der Regierung. Aber so offen kann man ja dann nicht sein. Und gibt es irgend so eine verknurzte Antwort, dass das, was ich dort gedacht habe, eben zutrifft und die richtige Antwort gewesen wäre, darüber kann ich heute mit Freude natürlich schmunzeln. Danke ist eine sehr vornehme Aufgabe. Und ich darf etwas in ablesen, wo stellvertretend steht für alle, die eine riesen Arbeit gemacht haben in diesem Wahlkampf, wo man ja als Regierungskandidat sehr noch miterlebt, weil man ja auch noch Wahlkreis unterwegs ist und auch beurteilen kann, wie wird hier geschafft und wie wird dort geschafft. Ich habe etwa am Mittwoch vor dem Wahlwochenende in der Jacqueline Taylor Folgendes geschrieben. Vor dem Wochenende schnaufen wir nochmals durch. Uns bleibt jetzt die Hoffnung, zu den Gewinnern zu gehören. Wir steigen mit der Gewissheit in den Sonntag, sehr vieles sehr gut gemacht zu haben. Jacqueline, du hast unterstützt, angetrieben, motiviert und vorbildlich gearbeitet. Ganz herzlichen Dank. Alle in diesen Wahlkreisen haben gearbeitet. Und dieser Dank, der gilt wirklich von meiner Seite ganz, ganz herzlich an die Parteileitung, an die Wahlkreisverantwortliche, an alle Kandidierenden und an alle Ortsparteien. Es war hervorragend, wie gearbeitet worden ist. Und das Bild, dass man einander Danke sagt, das gehört eben auch zum liberalen Gedankengut, wenn man einander etwas mag gönnen, einander mag unterstützen. Ich kann Ihnen sagen, es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man seit dem Sonntag über 200 SMS und Mails hat dürfen als Gratulation beantworten. Das Resultat ist eine Verpflichtung für mich persönlich. Ich werde alles geben, dass die Hoffnungen, wo die Partei in mich hat, wo die Bevölkerung in mich hat, auch kann erfüllt werden. Das Resultat für uns alle, und hier möchte ich Mut machen für den Herbst, ist doch eine riesige Motivation, jetzt so weiterzuarbeiten. Es ist eine sehr gute Grundlage, so weiterzuarbeiten. Wenn wir uns vor Augen haben, dass der Zug jetzt am Fahren ist, dann kann man dort noch aufspringen, den Zug noch füllen, dass es im Herbst ein sehr gutes Resultat dann gibt. Am Parteitag vom 8. Dezember habe ich am Schluss von meiner Rede folgende Aussage gemacht. Wir alle haben das grosse Privileg, Politik für die Bevölkerung, Politik für die Zukunft des Kantons Luzern zu machen. Das sei spannend und ich hoffe, es gehe Ihnen so wie mir, ganz nach dem Sprichwort. Ich freue mich auf die Zukunft, denn ich werde mit ihr den Rest meines Lebens verbringen. Heute am Abend sage ich das etwas anders. Heute sage ich und hoffe, es geht allen gewählten Kantonsrätinnen und Kantonsräten auch so. Ich freue mich auf die Zukunft, denn ich werde mit ihr voller Einsatz die nächste Legislatur verbringen. In dem Sinn wünsche ich Ihnen alles Gute, schöne Ostern. Geniessen wir es doch heute miteinander, stoßen wir an auf die Zukunft von unserer Partei. Ganz herzlichen Dank. Unsere Statuten bestimmen, dass die Delegiertenversammlung Wahlempfehlungen abgeben kann. Das werden wir heute machen für die Regierungsratswahlen. Zweiter Wahlgang vom 10. Mai. Die Ausgangslage ist Ihnen bekannt. Wir haben zwei CVP- und einen FDP-Kandidaten, die mit ausgezeichneten Resultaten gewählt sind.
In den letzten drei Tagen hat sich die Situation so verändert, dass der Michael Tönki doch mehr auf Tischtennis spielen wird setzen. Dass sich gestern Abend 44 Delegierte, also eine Ortsparteiversammlung in unserem Umfeld, für das Festhalten an der Frau Zopfi ausgesprochen hat. Beziehungsweise man ja gar nicht darüber diskutiert hat, weil die Personaldiskussion vom Präsidenten am Sonntag bereits abgewürgt worden ist. Die SVP, das war klar gewesen, bei diesem Resultat, hat gestern Abend den Paul Winiker für den zweiten Wahlgang demokratisch legitimiert nominiert. In der erweiterten Geschäftsleitung haben wir Grundlagen besprochen, wie soll es weitergehen. Wir sind der Ansicht, dass in unserem politischen System, wo im Kantonsrat in grosser Runde Parteien sitzen, auch vorne auf den Sitz Parteivertreter sollten sein. Eine Partei ist darauf angewiesen, Land auf, Land ab, dass sich Leute für eine Partei engagieren und einsetzen, so wie sie das in den letzten Wochen und Monaten hervorragend gemacht haben. Grundsätzlich ist es schwierig zu politisieren im Parlamentsbetrieb, wenn Parteilose mitwirken. Weiter gilt es zu berücksichtigen, das Ergebnis vom ersten Wahlgang. Also ein Wahlgang hat ja immer eine Rangliste und Differenzen. Und wenn Sie sich zurückerinnern, haben auch andere schon anderen gesagt, was sie sollen machen, wie das Resultat rausgekommen ist. Wir sind uns zumindest gewohnt, dass wir Wahlresultate analysieren und aus dieser Analyse auch sagen, was der Stimmbürger wollen. Auch wenn wir wissen, dass die Würfel in einem zweiten Wahlgang wieder anders fallen können. Was sind die Entscheidfaktoren, die man mit berücksichtigen muss? Das eine ist Konkordanz. Ein System funktioniert sehr gut in unserer Politik, wenn alle maßgebenden Kräfte eingebunden sind. Ein System funktioniert sehr gut, wenn die Regionen, Geschlechter und unterschiedliche Herkünfte überall gut vertreten sind. Ein System funktioniert sehr gut, wenn man einen erkennbaren Wählerwillen respektieren. Tun Sie das bei Ihrer Entscheidfindung, wie wir die Empfehlung für den zweiten Wahlgang machen sollen. Irgendwann will die Regierung wieder ein neues Foto machen und dann braucht es da wieder zwei Personen. Aus der Sicht der erweiterten Geschäftsleitung haben wir heute verschiedene Varianten, wie wir entscheiden können. Die Variante 1 ist, wir haben das Ziel erreicht. Der Stimmbürger soll selber entscheiden, selber beurteilen, was für den Kanton Luzern gut ist. Stimmfreigabe, eine generelle Stimmfreigabe, wäre eine Möglichkeit. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die erweiterte Geschäftsleitung beantragt Ihnen nachher, auf diese Variante zu verzichten. Wir könnten es uns einfach machen, das wäre ein Vorteil von dieser Variante, keine Stellung zu nehmen. Das ist aber gleichzeitig auch der markante, grosse Nachteil. Es kann nicht sein, dass man einen Wahlkampf führt, Positionen vertritt und plötzlich sagt, jetzt haben wir gar keine Meinung mehr. Weil eine Meinung kann ja manchmal auch ein bisschen wehtun und hat Vor- und Nachteile. Meine Damen und Herren, ich erwarte, dass wir eine Meinung haben. Die nächste Variante, künftig als Variante B bezeichnet, ist eine bürgerliche Regierung. Das Bild entspricht der Rangliste, die Sie gesehen haben. Die bereits gewählten, Rang 4 Marcel Schwärzmann, Rang 5 der Paul Winiker. Das ist die Variante, wenn man sagen würde, da ist der Wählerwille absolut erkennbar.
Und für alle Varianten, meine Damen und Herren, ist die Geschäftsleitung der Meinung, dass der Paul Winiker ein ausgezeichnetes Resultat hatte. Die meisten von uns waren überrascht. Sind wir ehrlich, wir hätten es in dieser Deutlichkeit ihm nicht zugetraut. Das darf ich Sie bitten, zu berücksichtigen. Die erweiterte Geschäftsleiter ist der Meinung, dass bei allen Varianten, die jetzt kommen, die eben keine Fragezeichen hinterlassen, sondern Personen einsetzen, der Paul Winiker mitgenommen wird. Auch die nächste Variante wird für Sie keine Überraschung sein. Das ist Konkordanz, die Einbindung aller politisch relevanten Kräfte. Das würde heissen, wir empfehlen Felicitas Zopfi. Das spricht dafür, dass man eine Regierung hat mit einer Frau. Es spricht dafür, dass alle starken Parteien eingebunden sind. Und hier gilt es auch zu berücksichtigen, dass die SVP-Sitze nicht in der Regierung war, in den Wahlen immer deutlich zugelegt hat und jetzt die zweitstärkste Kraft konstant ist und wir darum der Meinung sind, auch da sie gehört eingebunden. Bei der Frau Zopfi gibt es berücksichtigen, dass sie an unserer Politik in der Vergangenheit kein gutes Haar gelassen hat. Sie hat gebetsmühlenartig verkündet, dass die Steuerstrategie falliert sei, dass unsere Politik manchmal sogar menschenverachtend ist. Das wird schwierig, dass wir jetzt sehen, dass so eine Person wirklich bereit ist, in der Regierung mitzuziehen. Die letzte Variante ist die, dass wir sagen, wir geben nur eine Empfehlung ab, aufgrund von der Entwicklungen, aufgrund von der Parteistärke, dass wir sagen, jetzt ist Zeit, dass die SVP zurückkommt in die Regierung, dass sie mitträgt, aufgrund von ihrer grossen Stimmenkraft auch im Kantonsrat. Das ist eine halbe Stimmfreigabe. Auch das kann man als negativ anschauen. Man kann aber auch sagen, wir wollen ein klares Zeichen setzen für die Partei, die jetzt wieder gewonnen hat, mit uns zusammen, dass sie eingebunden ist. Das ist die Ausgangslage. Wir wollen wie folgt vorgehen. Wir wollen in einem ersten Schritt Ihre Zustimmung oder eine Abstimmung darüber, dass wir keine generelle Stimmfreigabe machen. Wenn Sie diesen Antrag ablehnen, dann gehen wir nachher zum Apéro. Dann müssen wir ja diese Variante nicht mehr diskutieren. Da sind wir der Meinung, wenn Sie einverstanden sind, dass wir das mit einer offenen Abstimmung machen. Die erweiterte Geschäftsleitung, meine Damen und Herren, schlägt Ihnen vor, dass wir die Variante generelle Stimmfreigabe nicht weiterverfolgen. Wünscht jemand zu dieser Variante das Wort, dann darf ich Sie bitten, so abzustimmen. Ich frage zuerst, wer den Antrag unterstützt. Tun Sie das bitte mit Hand erheben kund. Und nachher sage ich, wer dagegen ist. Wer unterstützt den Antrag von der Geschäftsleitung, dass wir keine generelle Stimmfreigabe machen? Das gegen mir. Sehr deutlich. Ganz wenige Hände, die da oben sind. Ich weiss aber nicht, wo sie hin gezeigt haben. Sie haben entschieden. Und jetzt darf ich das Wort freigeben. Wir wollen hören, Stimmen für die drei Varianten. B heisst bürgerlich. Also die drei bisherigen plus der Paul Winiker, Marcel Schwärzmann. K wird für Konkordanz stehen. Die drei bereits gewählten plus der Paul Winiker und Felicitas Zopfi. Und S steht für SVP nur Paul Winiker. Wem darf ich das Wort geben? Das Abstimmungsverfahren wäre am Schluss so, wir geben alle drei Varianten zur Abstimmung. Sie können das Zettel ausfüllen, abgeben und dann haben wir am Schluss das Resultat, das wir Ihnen verkündet. Wer will sich gerne das Wort melden? Wir sind interessiert an Stimmungsbildern. Paul Steiner, Luzern. Geschätzte liberale Frauen und Männer, gibt es überhaupt einen Grund, den Herr Winiker und den Herrn Schwärzmann nicht zu unterstützen?
Danke für die Unterstützung von Herrn Winiker und von Herrn Schwertzmann. Enttäuscht bin ich nur von der SVP, dass sie gestern zu oben in keinem Wort den Regierungsrat Schwertzmann erwähnt haben. Es kann Taktik sein, es kann aber auch arrogant sein. Arrogant, wo sich eventuell in der Politik nachher von der SVP als sie alleswissende Partei und Ideenspender könnten auslegen. Das ist eine Enttäuschung, aber sonst gibt es nach meinen Vorstellungen oder meinen Bedenken keine Bedenken, diese beiden Männer zu unterstützen. Und schicken wir die SP für 4 Jahre in die Opposition und dann schauen wir wieder. Besten Dank. Weitere Wortmeldungen? Guten Abend miteinander. Rocker, FDP, Mecke. Ich nehme das zur Kenntnis, die 3 Vorschläge. Ich stelle aber fest, es gäbe noch mehr Varianten. Und wieso steht nicht Schwertzmann? Fragezeichen. Oder Schwertzmann Zopfi? Ich finde, das dürften alle Varianten aufgeführt werden und nicht einfach 2 unter den Tisch gelegt werden. Danke vielmals. Das ist eine Frage, ich beantworte die weiter. Die Geschäftsleitung hat diskutiert. Sie haben auch noch nicht alle Varianten abgedeckt. Es gäbe noch eine mehr, dass wir noch eine antreten. Die Varianten, die weiteren, haben wir als nicht relevant und Ihnen nicht zur Beurteilung vorschlagen. Selbstverständlich können Sie die Anträge stellen. Für uns sind das die Lösungsansätze, die wir politisch als richtig beurteilen. Das ist ein Entscheid von der erweiterten Geschäftsleitung. Und das ist der Antrag an die Delegiertenversammlung. Im Wissen darum, von der Geschäftsleitung auch, gestern mehrmals deutlich, am Schluss tun Sie an den Wahlzettel sowieso daheim allein ausfüllen. Bremt darf ich das Wort geben? Schorsch Theiler, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Delegierte, ich konnte gestern Abend nicht an dieser erweiterten Geschäftsleitung dabei sein. Darum fühle ich mich heute Abend als freier Mensch und kann darum meine freie Meinung hier locker äußern. Für mich ist klar, dass man den Paul Winiker unterstützen sollte. Ich sage hier ganz offen, ich kenne ihn persönlich. Ich finde, er ist menschlich ein sehr guter Typ. Und er ist aber auch fachlich einer, der absolut in die Regierung passt. Der wird sicher eine gute Leistung bringen. Das ist für mich eigentlich klar und so etwas wie fast gesetzt. Ein bisschen schwieriger wird es bei Marcel Schwertzmann. Ich bin auch der Meinung, dass ein Parteiloser grundsätzlich eher ein bisschen schwierig ist in einer Regierung. Und nicht, weil er parteilos ist, aber weil er einfach natürlich den Rückhalt, wie eine Partei, wie unsere das da heute Abend wieder demonstriert, halt einfach nie findet und dass er halt auch vielleicht ein bisschen alleine muss entscheiden und dann manchmal ein bisschen da oder dort ein bisschen ansteht. Aber jetzt muss man sagen, der Marcel Schwertzmann hat jetzt in den letzten Jahren mit Bestimmtheit keine schlechte Büze geleistet. Vielleicht haben sie es beim Herrenfahren noch hören können. Also jetzt haben wir auch noch den Abschluss vom letzten Jahr, der noch doppelt so gut ist wie budgetiert. Also der hat mit Bestimmtheit jetzt seine Fähigkeiten in dieser Regierung bewiesen. Ich bin der Meinung, dass man ein bisheriges Mitglied von der Regierung nicht einfach jetzt in Frage stellen oder sogar am Schluss noch riskieren, dass es abgewählt wird. Nicht, weil das auch noch gerade noch ein bisschen Geld kostet, sondern weil es auch dieser Person gegenüber mindestens problematisch ist, wenn er eine gute Arbeit geleistet hat. Wenn er jetzt schlecht geschafft hat, dann müsste er vielleicht auch nicht diskutieren, dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Ich komme noch zu der Frau Zopfi. Ich muss Ihnen sagen, ich habe das sehr genau beobachtet und ich kann es auch können, wie viele von euch locker nehmen, einmal von aussen. Aber, Entschuldigung, also wie die Frau uns als Vertreter oder eine Partei und unsere Vertreter in der Regierung angeschwärzt hat, dann muss ich einfach sagen, ich weiß nicht, was die Frau überlegt. Man kann doch nicht in so eine Regierung rein wollen. Und gleichzeitig sagt man, die haben uns nur eine schlechte Politik gemacht. Die Steuerpolitik kann man nicht brauchen, die Finanzpolitik kann man nicht brauchen. Da muss ich einfach sagen, die Frau hat zu wenig überlegt. Und ich hätte erwartet, dass die SP die Kandidatin ausgewechselt hat. Dann könnten wir heute Abend vielleicht über ein K diskutieren. Ich empfehle Ihnen ganz klar ein B für den heutigen Abend. Danke vielmals.
Damian Honkeler, bitte. Herr Präsident, geschätzte Delegierte. Der Schorsch Theiler hat eigentlich relativ viel von dem schon gesagt, was ich jetzt Ihnen auch noch erzählt habe. Ich habe in den letzten 4 Jahren in der Planungs- und Finanzkommission mit diesen 3 Personen, die wir hier darüber reden, dürfen zusammenarbeiten. Und das Bild, das der Schorsch gezeichnet hat, ist eigentlich ganz eindeutig. Frau Zopfi ist aus meiner Sicht Thema monogam. Sie ist nicht kompromissbereit und sie hat keine Führungserfahrung. Thema monogam ist das, was er gesagt hat. Sie ist einzig und allein in den letzten 4 Jahren auf unsere Steuerstrategie herumgeritten und ist nicht bereit gewesen, innerhalb von den Leitplanken, die das Volk gesetzt hat, nämlich einerseits die Steuerstrategie, die vom Volk gutgeheissen worden ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Schuldenbremse, die ebenfalls vom Volk gutgeheissen worden ist. Sie ist nicht bereit gewesen, dort drinnen tagkräftig mitzuschaffen, dass wir ein Budget für den Kanton haben. Sie hat sich immer dagegen gesträubt und dagegen geschafft. Und jetzt stellen wir uns vor, eine von den ersten Regierungsratssitzungen, der Robi Bühler wird das können bestätigen, dort geht es um das Budget und um Zahlen. Und jetzt kommt die Frau dort rein und muss hinstehen und sagen, ja, bis jetzt bin ich immer dagegen gewesen und dagegen geschafft. Ich kehre jetzt alles um, ich helfe jetzt mit, dass wir den Kanton vorwärts bringen und gute Zahlen produzieren können. Das kann nicht stattfinden, meine Damen und Herren. Und darum gibt es für mich nur eine Variante, das ist die Variante B. Ich hoffe, Sie unterstützen das. Danke vielmals. Gaudenz Zemp, da bitte. Ja, geschätzte Delegierte, ich darf vielleicht schnell noch die Sicht vom Gewerbe einbringen. Wir haben nämlich im Vorstand ebenfalls die Frage müssen beantworten, wie das Gewerbe das beurteilen. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir die Variante B präferieren und ich sage, warum. Wir würden dieser Variante allerdings nicht bürgerlich sagen, sondern wir würden sagen, fähige Köpfe, die zusammen harmonieren. Wir haben im Vorfeld vom ersten Wahlgang mit diversen Kantonsräten geredet und wir mussten feststellen, dass der Marcel Schwertmann eine sehr grosse Unterstützung geniessen konnte und in den Augen der Kantonsräte eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Für uns ist er darum gesetzt. Der Paul Wieniker hat bewiesen, dass er über Parteigrenzen aus respektiert ist und wählbar ist. Und wir fragen uns schon sehr beim Gewerbe, warum dass man bei der SVP selbstverständlich erwartet, dass sie einen Kandidat aufstellen, der über Parteigrenzen aus gewählt werden kann, die SP aber jemanden aufstellt, wo das definitiv nicht der Fall ist. Wir glauben an Konkordanz, aber die setzt voraus, dass die Kandidatinnen und Kandidaten miteinander harmonieren. Wir haben gesehen im Bundesrat, wie eine Konkordanz nicht funktioniert mit dem Blocher, wenn jemand drinnen ist, der nicht fähig ist, eben über Parteigrenzen aus die Reihen können schliessen. Und darum, vom Gewerbeverband her, sind wir klar für die Variante B. Herr Präsident, geschätzte Delegierte, ich möchte Ihnen die Variante Konkordanz empfehlen. Ich teile die Ansicht, dass die SVP mit dem Paul Wieniker als feigen Kandidat jetzt die Chancen bekommen hätte und dass wir die Partei unterstützen sollten. Mit ihrer Stärke soll sie eingebunden sein. Ich bin aber auch dafür, dass man die SP einbindet. Obwohl ich auch Vorbehalte habe, aber ich gehe davon aus, dass sich Frau Zopfi auf die neue Aufgabe einstellt. Mit bürgerlich habe ich darum ein Problem. Das wäre ja schön, aber einerseits habe ich Bedenken, dass dann die FDP im Hinblick auf die nächsten Wahlen nach rechts geschoben wird. Und wir holen dort nicht Stimmen. Wir müssen in der Breite können Stimmen holen. Und das Zweite, wenn ich denke, Genf hat ja das einmal erreicht. Die haben eine bürgerliche Regierung gehabt. Die Bevölkerung will das aber nicht. Die will nicht eine Regierung ohne Frau und die will nicht eine Regierung ohne SP. Und bei den nächsten Wahlen schlägt es zurück. Und wenn ich nach vorne schaue, ist die FDP eine von diesen Parteien, die dann wahrscheinlich am ehesten ihren Kandidat irgendwann muss austauschen muss. Nicht wegen der Feigheit, aber wegen der Amtsdauer. Und die bereicht es dann. Also ich habe auch mit dieser Unterstützung, denke ich, an die Zukunft der FDP, dass sie ihren Sitz halten kann.
Noch zu der Frau Zopfi. Sie kann nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Es ist ein Kantonsrat, der kontrolliert. Und eine Gesamtregierung auch. Und das Zweite ist, macht die Frau Zopfi einen schlechten Job, dann straft sich die Partei selber. Und aus diesem Grund möchte ich Ihnen wärmstens empfehlen, die Variante Konkordanz zu wählen. Da vorne bitte. Markus Renkli, Luzern. Für mich ist ganz klar die Variante B, weil die Konkordanz wird nur dann gefordert, wenn man etwas will. Wie gesagt, in Bern und überall, dass die Konkordanz nicht funktioniert, wenn man eine andere Option hat von der SPU. Das Zweite ist, wir müssen Köpfe wählen. Wir sind dringend angewiesen, dass wir gute Köpfe haben. Und wir haben im Stadt, im Kanton, einige Vertreter von der SP gesehen, die als Köpfe nicht funktioniert haben. Und glauben Sie mir, in nächster Zeit sind die Herausforderungen gross. Es gibt viel Wandel, nicht nur vom Währungskurs her, von Europadebatten. Es gibt wirklich viele Änderungen. Und dann können wir uns nicht mehr erlauben, mit parteipolitischen Ideologien, die sinnlos sind, zu kämpfen. Wenn der Staat immer mehr Geld ausgibt und man heisst, man denkt sich zu Tod sparen. Also ganz klar, das B, Schwertzmann Wieniker, weil die haben bewiesen, dass sie etwas können. Danke. Jetzt weitere Wortmeldungen. Urs Schumacher, bitte da. Geschätzte Delegierte, wir sind eine Partei und wir sind auf Parteien angewiesen. Und ich tue mir ein bisschen schwer, eine Parteilose zu wählen. Ich wäre für die Variante S, dass wir Paul Wieniker dort wählen oder empfehlen und sonst Stimmfreigabe macht. Wir sind auch angewiesen auf Parteileute und Marcel Schwertzmann hat genug lange Zeit gehabt, sich für eine Partei zu entscheiden. Wir wissen, in welche Richtung er tendiert und das hat er bis jetzt nicht gemacht. Okay. Maurus Zeit. Ja, geschätzte Delegierte, ich möchte mich meinem Vorredner ein bisschen anschliessen, empfehle Ihnen aber gleich die Variante B. Für mich gibt es eigentlich nur die Variante B oder die Variante S. Und wieso komme ich zu diesen Überlegungen? Ich möchte jetzt meine Vorredner nicht wiederholen, sondern einen anderen Aspekt reinbringen. Wir sind eine Partei und es ist sicher nicht der Job von einer Partei, eine Konkurrenz herzustellen. Wir müssen überlegen, wer steht uns am nächsten und wer ist am ehesten in unserer Nähe auch politisch. Und darum ist es aus meiner Sicht nicht der Job von der FDP, eine Konkurrenz herzustellen. Das kann das Volk machen, wenn es das will. Das Volk hat die Möglichkeit, im zweiten Wahlgang die herzustellen. Wir werden jetzt sehen. Aber unsere Empfehlung aus meiner Sicht muss bürgerlich sein. Unsere Empfehlung muss die Variante B sein, weil ich schließe mit einer Frage, wenn, ich kann mich nicht erinnern, aber vielleicht haben Sie, Sie haben noch alle mehr Erfahrung als ich, wenn hat die SP einen Freisinnigen empfohlen? Pascal Duss. Geschätzte Delegierte, ich glaube im Wissen, dass schlussendlich das Volk entscheidet, daheim am Tisch und nicht die Parteien, muss man die Variante B als die wahrscheinlichste anschauen. Und weil sie die wahrscheinlichste ist, der Marcel Schwertzmann hat in den letzten Jahren eine gute Arbeit geleistet. Wir können aus liberaler Sicht schlecht angreifen, höchstens aus parteipolitisch FDP-Sicht. Und das wäre falsch heute Abend. Ich glaube nicht, dass die FDP gegen Konkordanz ist. Es ist nicht die Frage, ob wir heute die Konkordanz unterstützen oder nicht. Im Volk ist man wahrscheinlich auch einig, dass man früher oder später die Konkordanz auch wieder will. Aber vielleicht ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, auch angesichts von dieser Kandidatenwahl von der SP. Darum bitte ich euch auch klar, die Variante B zu unterstützen. Dani Glor. Liebe Liberale, als abgewählter Kantonsrat rede ich rein privat heute Abend. Aber ich tue Ihnen bestätigen, dass ich 100% überzeugt bin, dass Frau Zopfi nicht geeignet ist für diesen Job. Und ich verstehe alle Frauen hier drinnen, die bedauern, dass allenfalls eine Regierung kommt ohne Frauen. Ich habe Frauen auch sehr gern, aber nicht alle. Das geht nicht. Unterstütze die bitte den Vorschlag B. Irene Keller, bitte.
Geschätzte Delegierte, Dani Glor, du hast mich gerade angesprochen. Irgendwo muss ja auch eine Frau zu dem Stellung nehmen. Ich kann natürlich nicht für alle Frauen hier innen sprechen, aber ich kann zum Beispiel das, was der Damian Hunkeler gesagt hat, voll unterstützen. Ich bin auch die 4 Jahre mit dem Marcel Schwärzmann, mit dem Paul Wieniker und mit der Felicitas Zopf in der Planungs- und Finanzkommission gewesen. Und das, was der Damian Hunkeler gesagt hat, stimmt zu 100%. Und jetzt einfach zu sagen, wir Frauen wollen, dass eine Frau in der Regierung ist. Natürlich wäre das schön. Aber hier geht es dann nachher um eine Quote. Einfach nur jemanden wählen, weil wir jetzt wollen, dass eine Frau drin ist, das kann ich nicht unterstützen. Dann ist es mir halt auch lieber, es sind 5 Männer, und die zusammenspielen und die an dem Karren ziehen, an dem Karren Luzern, wo sehr wichtig ist, dass gut gezogen wird. Da. Danke vielmals. Geschätzte Delegierte, Sie haben entschieden, dass wir eine Empfehlung abgeben. Ich bitte Sie, eine von diesen Varianten auf einen gelben Zettel zu schreiben, frei nach dem Motto von Martin Walser: Es gibt keine Wahrheiten, es gibt nur Prognosen. Ich danke fürs engagierte Mitdiskutieren und bin gespannt auf Ihre Entscheidung. Herzlichen Dank, Rolf Born, für die Führung, auch strategische Wahlkampfführung. Erlauben Sie mir als Parteipräsident noch eine Bemerkung. Als Partei hat man einen Auftrag, eine Meinung zu haben. Man kann verschiedene Meinungen haben, B oder K. Ich empfehle Ihnen aber, eine Meinung abzugeben, denn auch eine Teilenthaltung, ein Teil sich distanzieren von einer Meinung, ist für mich als Parteipräsident nicht die richtige Haltung. So viel nur die Botschaft. Warum können wir nicht von einer knapp 19% Partei über 21% im Herbst bei 3-24% landen? Absolut im machbaren Bereich. Das Zweite, die zweite Steigerungspotenzial, und das wird unsere Arbeit sein, dass wir im Herbst nach der Nationalratswahl von den Wahlsiegern der FDP spricht. Das ist Motivation für mich und ich hoffe auch für Sie. Wir wollen die Wahlen im Herbst klar dominieren. Und das Dritte, kein Steigerungspotenzial haben wir in der Unterstützung unserer Geschäftsstelle. Und auch als Parteipräsident, Jacqueline Teiler mit deinen Leuten, ein riesen Dank, wir haben eine absolut professionelle Führung und noch jemanden, der zusätzlich auch zum Franken schaut. Wir sind budgetmässig toll unterwegs. Und hier noch einen Applaus und einmal einen Blumenstrauß an Jacqueline, ist an dieser Stelle mehr als verdient. Herzlichen Dank. Danke vielmals. Also, damit sind die Wahlen für heute abgeschlossen. Der Wahlapro ist am Schluss der Versammlung. Da werden wir miteinander philosophieren können, über was richtig und falsch ist und was wir noch besser machen können. Da freue ich mich drauf. Jetzt kommt der Moment, wo Sie sicher alle darauf gewartet haben. Es sind verteilt worden oder eingesammelt worden 210 Stimmzettel. Leer sind 2, ungültig 4. Damit gültig 204. Davon haben Sie entschieden mit 179 für die Variante bürgerlich als Regierungsratskandidat der bisherige Regierungsrat Schwärzmann und Paul Wieniker von der SVP. 179 war das. Für die Variante Konkordanz hat es 17 Stimmen gegeben. Und für die Variante nur die SVP empfehlen und für den zweiten Sitz Stimmfreigabe hat es 8 gegeben. Ein klares Resultat. Ein klares Resultat, aber wie es der Rolf Born und auch Sprechende, du hast schon gesagt, entscheiden tun unsere Bürgerinnen und Bürger, die an den Wahlen teilnehmen, daheim am Ausfüllen des Wahlzettels. Aber ich glaube, dass die FDP in dieser Frage eine klare Haltung hat, lässt uns eine Position beziehen. Ich werde sicher einige Medienanfragen dürfen beantworten. Ich werde Voten, die Sie verwendet haben, selbstverständlich hier gerne mit aufnehmen. Ich komme
zum Schluss, ich stelle zuerst die Frage, gibt es aus der Versammlung ein Bedürfnis für eine Wortmeldung? Dann komme ich zum Dank. Die FDP Willisau hat den Abend organisiert mit an der Spitze der Paul Weiss. Paul, herzlichen Dank dir und deinen Leuten für die gute Bereitstellung von diesem schönen Saal. Meines herzlichen Dank allen, die sich auf irgendwelchen Stufen der FDP setzen. Ihr alle habt einen Abbruch verdient und dass wir hier eingeladen sind von der Firma Payer, macht das gerade für die Parteikasse auch freudig. Ich freue mich auf gute Gespräche, ich freue mich, dass Sie also den Wahlsieg vom letzten Wochenende noch ein bisschen geniessen können. Haben Sie gute Kontakte miteinander, setzen Sie sich bitte weiterhin ein für die FDP. Die heutige Delegiertenversammlung ist damit geschlossen. Merci.